Die Automobilindustrie befindet sich im Zuge der Elektrifizierung sowie dem autonomen Fahren im Wandel, von den traditionellen Fahrzeugformen hin zu neuen Bedien- und Formkonzepten. Die Bedienung und die neuen Konzepte müssen immer früher in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. Durch die frühzeitige Einbindung in den Entwicklungsprozess sollen Fehlkonzepte vermieden werden. Fahrsimulatoren bieten die Möglichkeit, Konzepte frühzeitig zu erproben, ohne teure Prototypen aufbauen zu müssen. Unser Ansatz ist es, die Idee hinter diesen Simulatoren auszubauen und diese Konzepte mit VR-Technologie realitätsnah zu erproben. Im Rahmen dieses Semesterprojekts haben wir eine Sitzkiste aufgebaut. Dafür wurde ein Grundgerüst aus Aluminiumprofilen verwendet, welches zusammen mit Schwerlasträumen und Bodenblechen als Basis für unseren Simulator dienen sollte. Auf dieser Basis wurde ein zur Verfügung gestelltes Interieur befestigt. Des Weiteren wurden Sitze und Türen daran angebracht. Pedalerie und Lenker stammen von einer Spieleanwendung. Mithilfe der Gaming Engine Unity wurden Fahrzeuge, Fahrstrecken und das zu testende Interieur erstellt, sodass dies mit der VR-Brille Oculus Rift angezeigt und mittels virtueller Hände bedient werden konnte. Mit dem Handtracking-System Leap Motion haben wir die Handbewegungen des Fahrers in die virtuelle Umgebung eingebettet. Neben den üblichen Fahrfunktionen ist es bei unserem Simulator möglich, während der Fahrt das Entertainment-System zu bedienen. Dazu zählt beispielsweise das Auswählen von verschiedenen Liedern sowie das Verstellen der Lautstärke. Außerdem ist es möglich, diverse Interieurbeleuchtungen zu steuern. Eine Hauptfunktion des Simulators ist das per Knopfdruck auszutauschende Innenraumdesign. Abschließend wurde ein Testlauf mit Probanden durchgeführt. Sie hatten hierbei die Möglichkeit, auf drei verschiedenen Strecken sowohl die Fahrphysik als auch die Bedienkonzepte zu testen. Währenddessen wurden die Probanden befragt, sodass wir auswerten konnten, für welche Art von Tests unser Setup sinnvoll einsetzbar ist. Das war das Video zu unserem Projekt im Sommersemester 2019 an der Technischen Hochschule Ingolstadt.